Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wie bereits erwähnt, sprechen wir heute etwas über das Training, über meinen Split, über die Frequenz, über das Volumen und so weiter und so fort. Wir beginnen mit dem ersten Training und zwar ist das Brust und Arme. Viel Spaß, los geht's. Mir mein Training wie folgt geplant. Ich werde 3 Trainingstage machen und einen Pausentag, wobei der Pausentag manchmal variiert, je nachdem, was mein Arbeitsleben sozusagen hat und Shani's Prep. Das heißt, wir können etwas variabler arbeiten. Manchmal trainiere ich 2 Tage, manchmal trainiere ich 4 Tage. Das kommt dann ganz darauf an, wie gesagt, was so sonst ansteht in meinem privaten und geschäftlichen. Aber wir beginnen heute mit dem Brust- und Armtraining. Ich habe mich für 4 Übungen entschieden für die Brust. Die seht ihr gleich im Laufe des Videos. Und für 2 Übungen Trizeps und 2 Übungen Bizeps. Weil wir alles doppelt die Woche machen, ist das ein Volumen, was mir absolut ausreicht. Grundlegend würde ich sagen, dass die Hauptmuskeln, sprich Brust und Arme, ist der primäre Hauptmuskel die Brust. Beim Beintraining ist es Quadrizeps und Hamstrings, also Beinbeuger. Da ist der Beinbeuger etwas priorisiert und bei Rücken und Schultern ist es der Rücken, der priorisiert wird. Und bei allen Prio-Muskeln habe ich nahezu 4 Übungen, 3 bis 4 Übungen würde ich sagen. Heute geht es aber, wie gesagt, um Brust und Arme. Und besonders wichtig, das gilt in jedem Training ausnahmslos, versuche ich, keine schweren und falschen Wiederholungen zu machen. Am Ende will ich wissen, deswegen protokollieren wir das Training auch, ob ich stärker geworden bin, wenn ja, wie viel stärker. Und das sollte natürlich in derselben Qualität und komplett getrackt, also aufgeschrieben und datenbasiert sein. Wenn ich jetzt anfange, am Anfang super sauber zu trainieren und dann am Ende einfach die Wiederholungen rausschruppe, ja, ich kann mehr Wiederholungen machen und nein, ich treffe dadurch nicht besser den Muskel. Ich mache Bodybuilding und kein Gewicht heben oder noch schlimmer Gewichte rumwerfen. Deswegen werden wir das nach richtiger, korrekter Bodybuilding-Manier machen, ohne schwer und falsches Training, sondern mit schwer und richtigem Training. Übung Nummer 1. Habe ich mich für die Cable Presses entschieden. Wieso? Es geht im Prinzip immer um eine Sache und das ist die Perfect Line of Pull, also die absolute oder perfekte Muskelfaserverkürzung. Wie wir wissen, ist unsere Brust fächerförmig, also die Muskelfasern sind fächerförmig angeordnet. Das hier sind die oberen Brustmuskelfasern für die obere Brust. Dann haben wir hier die beiden mittleren und hier die unteren, die von unten nach oben laufen. Bei den Cable Presses, wie ihr sehen könnt im Video, bin ich nach vorne gelehnt und presse nach vorne, also nicht unbedingt nach unten, um die mittleren zu treffen, sondern etwas mehr nach oben, um diesen oberen Teil zu treffen. Und das ist auch zeitgleich mein Warm-up. Ein weiterer Pluspunkt bei den Cable Presses ist, die kommen von außen nach innen. Und wer sich ein bisschen mit der Anatomie der Brust beschäftigt hat, weiß, dass die perfekte Faserverkürzung nicht nur so ist, auch nicht nur so, sondern von außen nach innen gedrückt. Und genau das können wir hier bei diesen Cable Presses machen. Wichtig ist Punkt Nummer 1, Perfect Line of Pull, also die Zuglinie. Punkt Nummer 2, Squeeze, also den Druck am Ende der Wiederholung ist wichtig. Und Punkt Nummer 3, die Dehnung. Das sind so die 3 Hauptfaktoren, auf die ich achte. Natürlich muss die erste Wiederholung sauber sein, die letzte darf dann schon halb sein. Es wäre nicht das Ziel, die Wiederholung vollkommen zu schaffen. Wenn man die Wiederholung vollkommen schafft, war das Gewicht zu leicht. Beziehungsweise ich hätte noch 2, 3 Wiederholungen plus machen können. Das Ziel eines Satzes ist ans Wiederholungsmaximum, nicht ans Muskelversagen. Also Wiederholungsmaximum bedeutet, ich kann keine korrekte Wiederholung mehr machen, denn die Zielmuskulatur, die beansprucht wird, in dem Fall die Brust, ist Matsch. Und das ist das Ziel. Nicht Wiederholungen voll machen, nicht unnötiges Gewicht rumwerfen. Das zählt nicht. Wichtig ist, was am Ende am Muskel ankommt. Beim Boxkampf zählt zum Beispiel auch nicht, wie weit du ausgeholt hast, sondern wie effektiv du den Gegner im Gesicht getroffen hast oder am Kopf. Wenn ich jetzt super schnell und stark auf die Schulter schlage, gibt es keinen Punkt, sondern der muss richtig sitzen. Und dazu braucht man manchmal nicht so viel Kraft, sondern vielleicht die bessere Technik. Übung Nummer 2. Incline Bench Press. Wieso habe ich mir genau diese Maschine ausgesucht? Erstens ist für mich persönlich eine der geilsten. Zweitens ist sie fix, also man ist positioniert. Man hat ein Backpad, da kann man sich schon reindrücken. Und wichtig, ich habe versucht, mich etwas tiefer zu setzen und meine Ellenbogenposition entspricht der Line of Pull, wenn man so will. Also wir reden hier von diesen oberen Muskelfasern, die leicht schräg diagonal nach oben gehen. Und genau in diesem Winkel versuche ich auch nach oben zu drücken. Also wir haben die Ellenbogen relativ tief. Ungefähr so, stellt euch vor, mein Arm ist die Verlängerung zu dieser Muskelfaser. Und so habe ich es dann oben rausgedrückt. Das versuche ich immer. Ich versuche meine Augen zuzumachen, um mir zu überlegen, wie ist der Faserverlauf der Muskulatur, welche Faser möchte ich genau treffen. Und anhand von dessen versuche ich, die verschiedenen Armpositionen zu wählen. Angenommen, ich würde jetzt hier ganz oben hier was treffen wollen, müsste ich den Ellenbogen heben.
Problem dabei ist, man hat viel Schulter dabei. Deswegen etwas mehr geneigt und schön nach oben rausgedrückt, auf die Ellenbogen geachtet, Ellenbogen schön mit hochdrücken. Dann kriegt man ganz gut Druck, gerade hier oben in dieser Spitze, wo die Muskelfasern langlaufen. Ihr seht, das ist so die Faser und daran kann man sich ein bisschen orientieren. So zumindest in meinem Bodybuilding Brain. Hier haben wir 4 Sätze und hier haben wir auch relativ wenige Wiederholungen. Wichtig ist nochmal hier, es geht nicht darum, die Wiederholungen zu zählen, die Wiederholungen voll zu machen. Nein, es geht darum, so effektiv und effizient wie möglich den Muskel zu treffen. Was mich ein bisschen gekillt hat, muss ich sagen, es ist aber jedes Mal dasselbe, sind die Pausenzeiten. Ich versuche meine Pausenzeiten je nach Übung, beim Brusttraining ist es jetzt nicht so wild, auf 60 bis 90 Sekunden zu halten. Ja, das ist relativ wenig und ja, man wird von Satz zu Satz schwächer und das ist auch völlig in Ordnung so, denn der Muskel wird schwächer. Wenn dem der Fall ist, dann macht ihr es richtig. Wenn ihr merkt, dass ihr vom Trainingsgewicht her nicht runterfällt, also nicht abfällt, könnte es sein, dass die 60 Sekunden Pause, die ihr macht, vielleicht keine 60 Sekunden sind. Ihr solltet das tracken, am besten mit einer Stoppuhr, mit einem Handy oder mit irgendeiner Uhr, die im Fitnessstudio hängt. Übung Nummer 3. Und zwar einer meiner nicht so favorisierten Übungen, allerdings sehr effektiv, ist das Flachbankdrücken mit den Kurzhanteln. Hier habe ich auch die Möglichkeit, wenn ich liege, mich korrekt zu positionieren und hier versuche ich wirklich auf die unteren und mittleren Fasern zu schieben. Das heißt, Arme sind etwas mehr angewinkelt und ich drücke, bin leicht im Hohlkreuz, Schulterblätter sind fixiert auf der Bank, das ist wichtig. Dann kommen die Schultern zurück und ich versuche von unten rauszuschieben. Es ist wirklich weniger drücken, es ist gefühlt mehr ein Schub nach vorne. Ich versuche immer, wie gesagt, die Augen zuzumachen und mir genau den Faserverlauf der Brust vorzustellen und den versuche ich zu verkürzen und zwar so hart wie möglich. Nochmal, es geht nicht darum, das Gewicht zu bewegen. Das waren jetzt 35 läppische Kilo auf 14 Wiederholungen. Das ist nicht viel Gewicht, aber wenn die richtig treffen, dann fahren die richtig ein. Es ist genauso wie bei einem kleinen Thai-Boxer. Die Jungs wiegen vielleicht nur 64 Kilo und die sind nur Kopf kleiner, aber so ein Schlag aus dem Handgelenk genau auf die Nase, der ist nicht kräftig. Also er ist schon kräftig, aber nicht, wenn jemand mit 130 Kilo einen richtigen Schwinger ausholt. Und trotzdem schaffen die kleinen Thailänder einen damit K.O. zu schlagen, ohne viel Aufwand, weil der Schlag sehr effizient ist. Es ist auch eine Metapher, die trifft vielleicht nicht 100% zu, aber die meisten Leute verstehen dann, worauf es mir ankommt. In dem Fall war es jetzt so, dass ich von 35 auf 32 auf 30 und 30 gegangen bin und die letzten 30 habe ich gerade mit Mühe und Not noch rausgedrückt. Übung Nummer 4 und das ist auch die letzte und die ist mit sehr viel Bedenken gewählt, denn das ist die Pec Deck Fly. Hier habe ich 2 Möglichkeiten bzw. 2 Benefits im Gegensatz zu anderen Übungen. Ich kann mich hier ganz explizit auf das Squeeze, also das Zusammendrücken und das eigene Zusammenquetschen der Muskulatur konzentrieren. Punkt Nummer 2, ich komme ganz nach hinten in die Dehnung und dehne die Muskelfasern auf. In der Hypertrophielehre, wenn man so will, gibt es verschiedene Trainingsreize, sagen wir den mechanischen, also ganz normales Training, da gibt es zum Beispiel über die Dehnung, dann gibt es isometrische, also haltende Dinge, es gibt ganz viele verschiedene und da habe ich einfach mehrere Möglichkeiten oder Möglichkeiten, die ich nutzen kann, um den Muskel aufs Ganze quasi leer zu machen. Und wie gesagt, hier sind es auch 4 Sätze, zum Schluss waren es, glaube ich, auf der Maschine stehen 100 Kilo oder 100, was auch immer das dann ist, ich glaube nicht Kilo. Auf jeden Fall war ich da auch am Ende dann bei 12 Wiederholungen bin ich rausgekommen. Nach 4 Sätzen und danach war meine Brust auch tot. Also ich habe dann gemerkt, der 9. und die 10. die gehen nur noch beide halb und dann wusste ich, okay, das Ding ist durch. Ich hätte noch schwingen können und voll reinhauen und vorne nicht mehr halten, aber es geht um die Qualität. Die erste Übung ist meine neue Lieblingsübung. Das sind Cable Cross Rope Pulldowns, wenn man so will. Also Arme überkreuzt. Auch hier ist es wichtig, das Kabel geht exakt entlang meiner Achse. Also genau da lang. Denn die Fasern im Trizeps verlaufen so, stellt euch vor, hier ist ein Gummi hinten dran am Trizeps und das müsst ihr spannen. Und dann streckt sich der Arm und entspannt sich wieder. Und genau in dieser perfekten Zuglinie versuche ich das zu ziehen. Ihr werdet merken, die Übung hat es in sich, denn man hat A, die Full Range of Motion, also wirklich von Null, von absolutem Nullpunkt, komplett bis zum 100%-Punkt. Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 2, dadurch, dass es über Kabel geführt ist, haben wir keine physikalische Lastkurve, also es gibt bei den Kurzhanteln zum Beispiel, ist hier der schwerste Teil, weil wir hier auf 90 Grad gebeugt sind. Hier oben haben wir keine Belastung mehr, da könnten wir den ganzen Tag lang so stehen. So wird unser Arm aber nach 1-2 Minuten müde. Genauso bei Bizeps Curls. Mit den Kurzhanteln haben wir hier den stärksten Punkt, wenn er auf 90 Grad angewinkelt ist, ist der Arm komplett nach unten entlastet, haben wir keinen Zug mehr. Bei den Kabeln ist es anders. Das heißt, von hier oben bis nach unten, bis zum absoluten Squeeze, haben wir 100% Gewicht. Und das werdet ihr merken. Hier habe ich auch 4 Sätze gemacht.
Der erste Satz waren so 18 Wiederholungen, um gut reinzukommen und Blut in den Arm zu ballern. Und zum Schluss sind wir dann bei 12 bis 14 gelandet. Auch hier wichtig, man kann mit dem Oberkörper mitschwingen und nochmal zwei, drei extra halbe Wiederholungen machen. Meine Welt ist einfach die, dass ich versuche, so wenig passive Strukturen wie möglich zu belasten. Heißt, wenn ich jetzt viel schwinge, ja, meine Schulter dreht sich und macht und tut irgendwelche komischen Dinge, die nicht hätten sein müssen. Dann meine Ellenbogengelenke, die irgendwie muss der Druck ja abgefangen werden. Und das sind meistens Sehnen, Bänder, Knorpelstrukturen und das muss nicht sein. Deswegen, ich versuche einfach gerade zu stehen, das sauber durchzudrücken und wieder, ne, ihr versteht. Und wenn ich dann einfach nicht mehr kann, dann ist der Muskel platt. Und genau das ist der Punkt, den ich haben will, ein Wiederholungsmaximum. Zweite Trizepsübung sind die Dips. Das ist eine Übung, die mache ich sehr, sehr gerne schwer. Da gibt es auch nicht allzu viel falsch zu machen, glaube ich. Ellenbogen hinter den Körper und schön nach unten gedrückt. Wichtig ist, nicht so arg nach vorne lehnen, sonst habt ihr das Problem, dass ihr ganz viel mit der Brust drückt und die ist ja ohnehin schon platt. Zumindest sollte sie die sein. Das heißt, aufrecht sitzen und schön nach hinten unten drücken. Das ist jetzt eine Übung, wie gesagt, die mache ich etwas schwerer, mit so 10, 12 Wiederholungen zum Schluss. Auch ebenfalls sind das hier 4 Sätze. Kommen wir zum Bizeps. Bizepsübung Nummer 1 sind die SZ-Curls, und zwar vor dem Körper. Wenn ihr darauf achtet, werdet ihr merken, dass ich relativ nah zu dem Gerät stehe und meine Ellenbogen möglichst nah am Körper habe. Also ich habe die nicht ultra weit weg, denn auch hier gilt die Perfect Line of Pull. Wenn ich meinen Arm nach unten verlängere, ich kann es jetzt hier kaum zeigen, dann geht es leicht diagonal vor meine Fußspitzen. Und genau da sollte das Seil auch enden. Denn da habe ich perfekten Zug hier oben und den ganzen Zug bis nach unten. So habe ich, wie gesagt, die volle Kraftentwicklung vom niedrigsten Punkt bis zum höchsten Punkt. Und da hast du quasi alles aus einer Wiederholung rausgeholt. Wenn du jetzt ein bisschen weiter weg stehst, wirst du merken, da vorne ist Schluss. Wenn du zu nah dran stehst, dann kommst du kaum mehr rein. Also so einen kleinen Schritt davon weg, die Arme vor den Körper und komplett nach unten und komplett nach oben. Ist für mich das beste Szenario. Und weil der Bizeps, B, lateinisch für 2, steht, haben wir 2 Köpfe. Und zwar den anderen Kopf, den können wir trainieren, indem wir, man nennt sie Spider Curls, man setzt sich auf eine Bank, die leicht geneigt ist, und die Arme gehen hinter den Körper, nicht vor den Körper, das ist wichtig, und dann curlt man sie nach vorne. Das waren jetzt auch 14 Wiederholungen. Der letzte Satz waren, glaube ich, sogar 12. Ich habe aber auch nicht mehr als 10 Kilo gebraucht. Ich war kurze Zeit bei 15 Kilo und der Bizeps war danach so schon matsch, dass ich wahrscheinlich, ich musste dann das Gewicht reduzieren und konnte mit den 10 Kilo genau den Trainingseffekt erreichen, wie wenn ich das mit super schwerem Gewicht machen würde. Für mich persönlich ist es ein Ziel, so wenig Gewicht wie nötig zu benutzen. Wie nötig. Ich trainiere nicht unbedingt super leicht. Zugegeben, 35 Kilo Flachbankdrücken pro Seite ist nicht wirklich schwer. Aber wie gesagt, Qualität. Das war's vom heutigen Training. Das waren Brust und Arme. Könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr trainiert. Das würde mich persönlich interessieren. Das Schwer und Falsch, das hält sich ja noch wacker. Mit gutem Grund. Das hat auch sehr gut und sehr lange funktioniert. Man hat aber auch gesehen, was für ein Tribut das fordert. Also man hat ganz viele Leute mit Gelenksbeschwerden, Rollstuhl sogar, Bandscheibenvorfällen, was auch immer. Ich persönlich möchte mit 60 immer noch mit Friede, Freude, Eierkuchen durch die Welt spazieren und Lufträder schlagen, wenn es sein muss. Deswegen, ich versuche so leicht wie möglich, aber dafür so effektiv wie möglich zu trainieren.